Hallo und herzlich willkommen hier bei Erikas Selbstmacht. Heute zeige ich euch einen mediterranen Kräuteressig. Am Morgen, nach dem Morgentau, ernten wir unsere frischen Kräuter. Mit allen Kräutern, die ihr da seht, habe ich drei verschiedene Kräuteressige zubereitet, die ich euch in verschiedenen Videos zeige. Als allererstes waschen wir die Kräuter gründlich. Und danach tupfen wir sie vorsichtig trocken. Für jede Sorte von unserem Essig benötigen wir ein Schraubglas. Das müssen wir im Vorfeld erstmal sterilisieren mit den Deckeln. Dazu am besten 10 Minuten abkochen. Und auch die Flaschen, wo später der fertige Essig hineingefüllt wird. Die Kräuter kann man prima auf dem Balkon, auf der Terrasse oder wenn man einen Garten hat, anbauen. Ich habe meine Kräuter alle auf der Terrasse in Töpfen. Da gedeihen sie wunderbar. Ich zeige euch jetzt die Kräuter, die ich in den mediterranen Essig gegeben habe. Zwei Lorbeerblätter, Rosmarin, Oregano. Thymian, das ist jetzt ein blühender. Und Lavendel. Ein Teelöffel Senfkörner und ein Teelöffel schwarzen Pfeffer. Das Ganze gieße ich jetzt mit 300 ml Weißweinessig auf. Achtet darauf, dass alle Kräuter mit dem Essig bedeckt sind. In der Videobeschreibung schreibe ich euch für 500 ml ein Rezept hinein. Und ich gebe noch Knoblauchzehen hinein. Zwei Knoblauchzehen gebe ich noch mit hinein. Den angesetzten mediterranen Essig lassen wir jetzt für 3 bis 4 Wochen an einem dunklen Ort ziehen. Täglich müssen wir ihn einmal schütteln. Nach dieser Zeit wird der Essig abgesiebt und kommt in eine neue Flasche hinein. Die sollte auch sterilisiert sein und trocken. Gefällt dir mein Kanal und meine Rezepte? Würde ich mich riesig freuen, wenn du mich kostenlos abonnierst. Der selbst hergestellte mediterrane Essig gibt unseren Salat eine ganz besondere Note. Ich bedanke mich jetzt bei euch recht herzlich für eure Zeit und eure Aufmerksamkeit und wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen. Die anderen zwei Rezepte findet ihr auch hier auf meinem Kanal. Dann wünsche ich euch alles Gute, bleibt's gesund, bis zum nächsten Mal hier bei Erikas Selbstmacht. Macht's es gut, Servus!